Ja, servus und willkommen natürlich, liebe Schraubenkultur Banausen. Wir hatten eine längere Offline-Zeit. Ich habe halt jetzt die letzten 2 Wochen nichts gebracht, nichts gepostet. Ja, hatte vielfältige Gründe. Zum einen war ich eine Woche auf Dienstreise und somit konnte ich kein Video drehen und war nicht zugegen. Und die zweite Woche habe ich für eine kleine Auszeit genutzt, habe ein verlängertes Wochenende Urlaub gehabt, war ein bisschen weg, mal ein bisschen ausspannen. Und den Rest der Woche habe ich dafür tatsächlich genutzt, um verschiedene Vorbereitungen zu treffen. Zum einen Vorbereitungen für den Winter. Kein Mensch weiß, wie sich die Energiepreise entwickeln. Ich habe ein bisschen Feuerholz besorgt, ich habe Holz gesägt, Holz gespalten, etc. pp. Zeige ich euch auch noch was zu. Ich habe nämlich diverse Helfer dabei gehabt, diverse nützliche Werkzeuge, Holzspalter, Kettensäge, etc. pp. Kommt alles. Und ich habe natürlich auch so ein paar andere Sachen noch gemacht, die halt sonst so liegen geblieben sind. So Sachen wie die Grunderwerbsteuer, die Grundsteuerreform, genau. Diese Grundsteuerreformsgeschichte, wo jeder, der Wohneigentum hat, quasi eine Übersicht abgeben muss, wie groß, Quadratmeter, bla bla bla. Das habe ich alles hinter mich gebracht und diverse andere Sachen. Unter anderem habe ich auch den Fokus mittlerweile verkauft. Ja, das heißt, ich hatte jede Menge zu tun, hatte keine Langeweile, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder da und wir starten direkt durch in das neue Thema. Und zwar Episode 212 habe ich euch die Parkside-Akkus bzw. Parkside-Akkusystem vorgestellt, dieses X20V Team. Und hatte da kurz angerissen, dass wir beim Parkside-System auch Bluetooth-Akkus haben. Das Ganze habe ich mal live nachgeholt. Wir haben jetzt tatsächlich auch Bluetooth-Akkus, habe ich jetzt tatsächlich auch besorgt. Und ich wollte das Ganze mal nicht vorenthalten. Ich habe es nämlich gesehen, sie waren nämlich jetzt zuletzt bei Lidl im Angebot. Und ich habe sie gesehen, da eine Auslage, und habe gedacht, die nimmst du mit, die brauchst du. So, wir haben hier diesen wundervollen Akku. Der hat ungefähr die gleiche Größe wie die bisherigen 4 Ampere-Stunden-Akkus. Wir haben jetzt hier allerdings auch die 21.700er Zellen drin. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen kompakter geraten und statt 4 Ampere-Stunden haben wir jetzt hier in diesem Klotz 8 Ampere-Stunden verbaut und dementsprechend eine ordentliche Kapazität und ist auf der gleichen Größe von dem vorherigen 4 Ampere-Stunden-Akku. Dazu muss man sagen, der Preis gerade bei Lidl für den 8 Ampere-Stunden-Akku sind 59 Euro. Dafür bekommt man nicht mal einen 3 Ampere-Stunden-Akku von Makita, einen ganz normalen, und der hat keinerlei Bluetooth-Funktion. Dementsprechend ein absolut geiler Preis. Ich habe direkt zugeschlagen und mir die Akkus geholt und ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil tatsächlich ist es wirklich praktisch, wenn ich jetzt mehrere davon habe, kann ich die einfach alle in der Lidl Home App hinzufügen und dann kann ich einfach, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, einmal mir zum Beispiel eine Box, eine Werkzeugkoffer oder sowas zurecht machen, wo die ganzen Akkus drin liegen, lege ich mein Handy einmal in die Nähe dieses Werkzeugkoffers und dann kann ich einmal die Akkus durchchecken, wie voll die noch sind. Dann zeigt mir das Ding direkt den Ladezustand an, etc. pp. Und ich weiß direkt, ob ich die Akkus erstmal laden muss oder nicht. Wie das Ganze wirklich aussieht, zeige ich euch jetzt mal kurz in einem kleinen Videoclip, den ich quasi vom Handy aus direkt gecaptured habe. Das heißt, wir werden direkt meinen Handyscreen sehen. Dafür wechseln wir mal kurz die Perspektive. Yes. Wie ihr sehen könnt, kann man über die Lidl Home App diese Akkus tatsächlich auch per Bluetooth verbinden und hat dann hier eine komplette Übersicht. Das heißt, wir können zum einen sehen, wie viel verbleibende Restlaufzeit wir noch haben, in dem Falle 9 Tage, 14 Stunden, 24 Minuten. Wir sehen den State of Charge, also die Akkuladung, in dem Falle 44%. Wir sehen oben noch die Akkutemperatur, in dem Falle 20 Grad. Dann können wir hier unten durchscrollen, können zum Beispiel hier auf Performance, das ist der Arbeitsmodus, können dann hier quasi verschiedene Arbeitsmodis wählen. Performance ist so viel Leistung wie möglich raushauen. Balance ist so eine gute Balance zwischen Leistung und eben Akku einsparen. Echo ist dann zum Beispiel der sparsamste Modus und wie wir hier sehen können, ändern sich dann auch die Werte unten drunter. Wenn ich auf Performance gehe, dann haben wir eine Entladeschlussspannung von 2,5 Volt und maximal können wir 100 Ampere entnehmen. Wenn ich jetzt auf Echo gehe, haben wir Ladeschlussspannung von 3 Volt und können maximal 60 Ampere entnehmen. Und wenn ich auf Balance gehe, haben wir 2,8 Volt und können maximale 80 Ampere entnehmen. Ich kann auch in den Expert-Modus gehen. Und da kann ich quasi dann die Einstellungen selber wählen.
Ich persönlich gehe meistens im Performance- oder im Balance-Modus vor. Ich kann mir jetzt zusätzlich hier noch eine Push-Benachrichtigung geben lassen bei Übertemperatur des Akkus. Ich kann die Einheiten umschalten zwischen Grad Celsius und Fahrenheit und kann mir noch Informationen und Statistiken anzeigen lassen. Ansonsten kann ich hier oben auch noch weiter switchen, kann mir die aktuelle Temperatur als Übersicht anzeigen lassen. Ich kann mir den Ladestrom als Ansicht zeigen lassen. Wenn ich jetzt quasi den Akku ans Ladegerät hänge, zeigt er mir hier den Ladestrom an. Oder ich schaue mir hier den Endladestrom an. Das heißt, wenn ich jetzt den Akku in ein Gerät reinhänge, dann wird mir hier der Endladestrom angezeigt. Und ansonsten habe ich hier als nächstes noch die Kapazität. Das heißt, hier wird mir dann angezeigt, wie viel Kapazität ich noch habe und das Ganze in einem schönen Diagramm. Das heißt, ich habe hier die maximale Übersicht über meinen Akku und kann somit wirklich alles mit diesem Akku anstellen. Und das sucht seinesgleichen. Das hat aktuell, so gut ich das feststellen kann, so gut wie kein Hersteller im Repertoire. Bosch kann es noch mit Bluetooth-Akkus, aber die haben lange nicht so viele Möglichkeiten wie das hier. Und da muss man leider sagen, in diesem Falle hat Parkside hier echt die Nase vorn. Ja, ihr habt es gesehen. Auf dem Handyscreen. Wir können jede Menge Daten auslesen. Wir können zum Beispiel den maximalen Entnahmestrom einstellen. Wir können die Ladeschlussspannung einstellen. Wir haben die Möglichkeit, diesen ganzen Akku komplett zu einzusehen. Wir können quasi auch diagnostizieren. Das heißt, wenn wir sehen, unser Akku lädt immer langsamer voll, beziehungsweise unsere Kapazität innerhalb dieses Diagramms fällt immer schneller ab, dann können wir zum Beispiel sehen, dass der Akku altert. Wir haben die Möglichkeit eben, wie schon gesagt, die verschiedenen Werte einzustellen, die verschiedenen Betriebsmodi, Performance etc. pp. Das heißt, wir haben hier selber den Einfluss und können wirklich steuern, wie viel Power hier aus diesem Akku entnommen wird und wie wir unsere Akkukapazität benutzen wollen, ob wir sie sparen wollen, ob wir wirklich Knallgas geben wollen, wie auch immer. Das heißt, wir haben diverse Einstellmöglichkeiten, was tatsächlich nicht zuletzt auch dazu führen kann und führen wird, dass der ein oder andere überlegt, diese Akkus zu benutzen für irgendwelche ganz anderen Dinge. Zum Beispiel, keine Ahnung, Modellbau oder selber irgendwelche Adapterplatten fertigt, um die für andere Werkzeuge nutzen zu können. Weil einstellbar ist an diesem Akku eine ganze Menge und somit können wir theoretisch auch verschiedene andere Geräte adaptieren, die gar nicht von Lidl vorgesehen sind. Ja, wird die Gewährleistung nicht decken, aber trotzdem wird das der ein oder andere definitiv tun. Ansonsten, wie gesagt, ich finde die ganzen Möglichkeiten dieser Bluetooth-Geschichte ziemlich gut. Ich finde es auch schön, dass wir da die ganzen Sachen einsehen können und mit so einer Übersichtlichkeit und so einer Zugänglichkeit habe ich tatsächlich wirklich nicht gerechnet. Und ja, ich kenne auch kein anderes Akkusystem, was das bisher in diesem Maße bietet. Also insofern schon mal wirklich schick. Und auch die Möglichkeit, Push-Nachrichten und sowas auf Handy zu bekommen, wenn das Ding überhitzt, finde ich nicht schlecht. Vor allem, wenn man sich dann im Handy einen Alarm machen kann, dann hast du quasi direkt auch eine Alarmmeldung. Wenn du das Geräusch dann hörst, weißt du direkt, ah scheiße, irgendwas ist mit dem Akku nicht in Ordnung. Also auf jeden Fall sehr hilfreich. Und wenn wir hier dann wirklich sehen, das ist wirklich professionell gelöst. Das ist wirklich eine High-End-Geschichte. Und hier merkt man wirklich, Parkside ist da versucht, in die höheren Sphären aufzusteigen. Aber mit den Performance-Geräten, die es in dem Parkside-Repertoire gibt, versuchen sie es ja sowieso schon. Das heißt, das Zeug hier ist lange nicht mehr nur für Heimwerker geeignet, sondern damit kann man wirklich den Absprung schaffen, auch in dem professionellen Bereich. Da sind wirklich gute Geräte dabei und mit dem Akkusystem dabei macht man wirklich nichts falsch. Ja, und wie gesagt, nicht zuletzt, sehr, sehr schön. Mir gefällt halt, wie gesagt, sehr gut, dass die Akkus diese ganzen Möglichkeiten haben, der Bluetooth-Auslesung und der ganzen Einstellmöglichkeiten. Was mir natürlich auch sehr gut gefällt, ist, dass halt eben, wie schon gesagt, der Akku die Größe hat von 4 Ampere-Stunden Akku und die Kapazität aber 8 Ampere-Stunden beträgt. Der ist ein bisschen schwerer, aber nichtsdestotrotz haben wir hier richtig, richtig Power, doppelte Kapazität wie bei dem normalen 4 Ampere-Stunden Akku und das will schon echt was heißen. Ja, mir gefällt der richtig gut, darum gibt es von mir einen Daumen hoch für den Akku. Ich bin echt begeistert. Ich werde in den nächsten Wochen noch das eine oder andere Parkside
Akkugerät hier mit testen. Werde auch Videos dazu machen, das heißt, wir sehen das Ding auch mal wirklich in Action und können wirklich mal beurteilen, wie ist so der Unterschied in der Leistungsabgabe zwischen den normalen Akkus und dem Akku hier, wie ist der Unterschied zur Lebensdauer etc. pp. Also das heißt, wir werden hier einiges noch zu sehen. Mir gefällt es sehr gut. Ich denke, gerade jetzt aktuell, wenn ihr schnell seid, in dieser Woche gibt es die Akkus noch im Angebot im Lidl. 59 Euro, wie gesagt, für das Geld kriegt man so gut wie keinen größeren Akku von einem großen Unternehmen, von Makita oder Bosch oder ähnlichen, für dieses Geld, wie gesagt. Und dementsprechend würde ich sagen, wer schon Parkzeitgeräte hat, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Der Preis ist heiß und die ganzen Möglichkeiten, die mit dieser Bluetooth-Funktion gegeben sind, haben die normalen Akkus nicht. Ja, und natürlich, wie eben schon gesagt, passt halt auch alles 1:1, weil das ist der ganz normale Parkside-Akku-Anschluss. Das heißt, wir brauchen keine neuen speziellen Geräte dafür oder sowas, sondern können die normalen Parkside-Akku-Geräte hiermit benutzen. Yes! Kurz und knackig heute, das war's auch schon von mir. Ich wollte euch diesen Akku nicht vorenthalten. Wie gesagt, aktuell noch beim Lidl im Angebot. Also schaut mal rein, wenn ihr Parkside-Geräte habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's für heute von mir. Nächste Woche gibt's mehr. Wir sehen uns. Bis dann. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo. Und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen, beziehungsweise meinen neuesten Upload, und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.